Tja, alle, die mich kennen, die wissen, dass ich, wenn es um Wasserfiltration geht, auf ein Produkt schwöre, und zwar ist das der Katodin Kombi. Es war in meinem Gesichtspunkt nie was Ebenbürtiges auf dem Markt, gerade von der Quantität her. Und jetzt tatsächlich gibt es was Neues auf dem Markt, das mich wieder etwas Neues lehrt. Und Max, was für ein neues Produkt erobert dann hier der Markt? Ja, also ich finde es sehr interessant. Das ist von MSR The Guardian. Und zwar ist es interessant, was neu auf dem Markt ist. Also meines Wissens ist, dass der auch die Viren filtern tut. Also er hat eine Filterleistung von 0,02 Mikron. Mhm. Also 10-mal feiner als der Katodin Kombi. Er ist selbstreinigend. Mhm. Also er hat einen Rückfluss drin. Darum hat der Wasserfilter zwei Schläuche. Einen ist zum Ansaugen vom Wasser, das man pumpen tut, und ein Teil läuft wieder zurück, ein kleiner Teil, wo dann der Filter tut, wie frei schwimmen von Partikeln. Und so hat er mindestens 10.000 Liter Wasserleistung. Mhm. Also wenn man irgendwie 3 Liter am Tag machen tut, Wasser, dann sind das doch noch ein paar Jahre, wo man könnte unterwegs sein mit dem Wasserfilter. Dann hat er einen Filter, also er pumpt 2,5 Liter in der Minute. Mhm. Das ist somit eigentlich auch gut geeignet für eine Familie oder größere Gruppen, weil es einfach auch sehr einfach geht. Er hat einen Vorfilter, wo die grössten Schwebeteile schon rausgefiltert sind. Er schwimmt auch sauber im Wasser, also auch bei Strömung. Ist er, liegt er immer gut im Wasser drin. Unten dran, vom Anschluss her, wie man es hier auch kennt, kannst du direkt Wasser Säcke oder Flaschen, wie jetzt die hier von MSR, aber auch von Alschen, Wassersäcke von Ortlieb, gehen gerade hier unten direkt dran an. Und ja, was man sieht, eben, also hat eine gute Pumpe. Es geht, bis er ein bisschen ansaugen tut, dann kommt das Wasser hier unten raus. Und am besten ist einfach immer, dass man die ersten paar Stöße mal rauspumpen tut. Das ist eigentlich das gleiche wie dort auch. Geht wirklich sehr rein. Finde ich auch immer wichtig, wenn man sehr kleine Wasserfilter nimmt, dann pumpt man einfach für einen Liter ewig lang. Ja. Gerade wenn ich denke, wenn man länger unterwegs ist, man muss jeden Tag frisches Wasser machen, dann wird es dann mühsam, wenn man so lange pumpen tut. Was der Wasserfilter nicht hat, er hat keine Aktivkohle, wo ja da kannst einbauen oder einbauen kann man füllen, wenn man es brauchen tut. Was auch oft optional gibt, das Zubehör ist, dass man dann beim Ausgang noch einen Aktivkohlefilter kann zwischenschalten, indem dass man ein Schläuchli anmachen tut und dann der dazwischen schaltet, und so hat man die Aktivkohle auch im Fall, man es benötigen würde. Also somit eigentlich auch eine Kombi-Variante möglich. Was mich sehr begeistert jetzt von dieser neuen Errungenschaft ist einerseits, dass halt diese Frostempfindlichkeit gewährleistet ist. Dass auch wenn dieser mal kurzfristig etwas einfrieren würde, wäre nachher der Filter doch noch intakt. Was hier gerade bei dieser Keramikkartusche halt eher zu unter Umständen zu Rissen führen könnte, und dann wäre die Sicherheit nicht mehr gewährleistet. Ja. Und gerade in der Natur draußen ist es natürlich von Vorteil, wenn wir diese ganzen Organismen im Wasser nicht in unseren Körper aufnehmen. Deswegen wahrscheinlich auch sehr eine sichere Variante, um in der Natur aus diversen Wassermöglichkeiten zu trinken. Ja, genau. Also frostsicher, selbstreinigend finde ich sehr interessant. Also nicht, dass es viel Arbeit gibt mit einem Kombi, aber wenn man es nicht machen muss, ist auch schön, oder? Energiespar. Und ja, eine grosse Filterleistung, also dass es Ringrad vom Pumpen her, wie beim Kombi auch, finde ich sehr wichtig. Wasserfilter kann auch ersetzt werden. Da kann man eigentlich einfach so unten rausschrauben und einen neuen Wasserfilter kann man einsetzen. Aber 10.000 Liter reichen doch noch eine Weile. Ausser man braucht es einfach als Ersatz oder als Reserve, im Fall irgendwie gleich etwas am Boden geht. Also es kann ja einem beim Auseinanderschrauben von Steinen runterfallen und vielleicht gleich kaputt gehen. Dann ist es eine Hilfe. Wichtig ist einfach, wenn man den Wasserfilter nicht mehr braucht, dass man dann wie leer pumpen tut. Es bleibt aber immer ein bisschen Wasser im Wasserfilter drin. Wenn man ihn für eine längere Zeit nicht verwendet tut, ist es einfach, also würde ich jetzt Chlorwasser nehmen und das noch durchpumpen, wird von MSR so nicht gesagt, aber
Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es mit der Zeit vielleicht gleich ein bisschen grün wird. Mhm. Es sollte keine Gefahr sein, aber so, man kann auch ein bisschen Chauvel-Wasser nehmen. Also zwei Tröpfchen Chauvel in einen Liter Wasser. Lange ist eigentlich der gleiche Effekt wie Chlor-Tabletten. Und dann ist man auf der sicheren Seite. Was man nicht machen sollte, nicht offene Wasserfilter, also auf die Heizung aufstellen. Mhm. Da hat man MSR gesagt, dann gehe ich den Filter kaputt. Also man tut ihn eigentlich einfach so extern aufbewahren und lässt ihn so ein bisschen trocknen. Mhm. Aber nicht auf der Heizung auf. Und da kann man mit einem Lumpen ausreinigen oder trocknen, dass da kein Wasser mehr drin ist. Und das ist alles. Sozusagen auch sehr wartungsfrei. Ja, also eben durch die Selbstreinigung wirklich. Ja. Auch für täglich Gebrauch, also wenn man es immer wieder ein bisschen braucht, muss man gar nichts machen. Ja. Ja. Also hervorragende Geschichte. Somit gibt es nicht nur, nur ein Produkt, das ich empfehlen kann, sondern auch diesen von MSR. Ich schätze auch sehr an diesen Wasserfiltersystemen, dass es halt immer leichter, effizienter wird und vor allem immer sicherer. Weil mit diesen 0,2 Mikron, klar, das ist grundsätzlich kein Problem, da ja bekanntlich die Viren sich entweder an Bakterien haften oder sonst irgendwelchen Schwebstoffen, da bringe ich die meisten Viren auch raus. Aber wenn es jetzt mittlerweile die Technik halt gibt, finde ich das hervorragend. Ja. Und, ja. Also es steht ja immer auf der Verpackung 99,99% Bakterien, weil also irgendetwas mehr, ja, kann immer passieren und da ist jetzt einfach auch noch 99,99% Viren, die da noch drin sind. Also hat man einfach noch mehr Sicherheit. Ist sicher eine gute Sache. Ich kann mir auch vorstellen, dass sich in der Zukunft vielleicht auch noch in die Richtung noch mehr Sachen gehen. Für Leute, die auf Gewicht schauen, auf nächstes Jahr kommt noch etwas Kleines von MSR auf den Markt. Können wir vielleicht im nächsten Film präsentieren, der sehr, sehr klein und leicht ist für die Leute, die nicht grosse Mengen Wasser machen müssen. Aber mit dem gleichen System. Genau, für uns in der Krisen- und Katastrophenvorsorge ist natürlich auch die Quantität ein sehr wichtiger Aspekt. Und wie gesagt, mit diesen 10.000 Litern im Verhältnis jetzt zu diesen 50.000, aber man muss immer die Verhältnisse sehen. Also sehe ich schon, dass das unter Umständen, gerade wenn es mal kalt ist, der Frost und vor allem auch die Schlaggefahr, wäre das allenfalls was, was auch in Fluchtgepäck gehören würde. Ich werde das natürlich auch ausgiebig wieder weiter testen. Und ja, aber schön, gibt es so ja, einen Konkurrent, sage ich mal, jetzt von meinem Liebling. Da gibt es wieder was Neues, also MSR, diese Guardian, sehr vielversprechend. Ja. Kriegt man natürlich auch bei dir im Shop. Ja, natürlich. Ja. Wunderbar. Dann, okay. Herzlichen Dank für dieses spannende Produkt. Wir halten euch auf jeden Fall auf den Laufenden, was der Markt so hergibt. Ja, danke vielmals. Jungs, danke. Gute Zeit. Macht's gut.